Hey und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Destiny 2 Video. Im heutigen Video geht es um meinen Solo Dungeon Makelos Run bzw. um die Ausrüstung Waffenkombination, welche ich mit hatte bzw. welche ich gespielt habe. Ich habe eine Umfrage gestartet, scheint die Community sehr zu interessieren, deswegen dieses Video. Ich werde mich so kurz als möglich halten und schon vorab, ich werde mich nur auf den Warlock konzentrieren, da ich den Run mit dem Warlock gemacht habe und da ich es mit dem Warlock am angenehmsten fand, beziehungsweise da ich den einfach in den Solo Makelos Dungeon am liebsten gespielt habe. Ich will nicht über den Jäger oder den Titan reden, weil ich es mit dem Titan bzw. mit dem Jäger nicht gemacht habe und ich will euch nicht irgendwelchen theoretischen Builds vorlabern, welche ich nicht selbst getestet habe bzw. mit welchen ich es auch nicht geschafft habe. Aber ich würde sagen, zurück zum Video, fangen wir direkt mit der Waffenkombination an. Bei den Waffen, großteils, sagen wir 90% bis auf die Endbossphase, habe ich mit Izanagis Bürde inklusive Cut gespielt. Zweitens Recluse mit Antibarriergeschosse, sehr, sehr wichtig Antibarriergeschosse, warum, dazu komme ich dann später. Plus die Temporalsatz mit Selbstladehalter und Doben sowie Minor Spezifikation Mod. Warum Selbstladehalter und Doben? Das Maschinengewehr habe ich mit, um eventuell Ads zu clearen bzw. nachzuhelfen, wenn ich mit der Recluse nicht mehr nachkomme. Das heißt, wenn viele Ads kommen, kann man das MG kurz rausziehen, Ads clearen, man ist mit der MG einfach schneller wie mit der Recluse und packt sie dann wieder weg. Hier 75er Magazin und das Magazin nur eben mal Ads clearen, wird dabei nicht leer. Und hier kommt eben der Selbstladehalter im Spiel. Wie gesagt, ich clear Ads, mache keine Ahnung, das Magazin bis auf 20 Schüsse runter, pack es dann wieder weg und spiele mit der Recluse weiter. Wenn ich das MG dann wieder benötige, wurde es durch den Selbstladehalter im Hintergrund wieder nachgeladen. Das heißt, im Normalfall müsst ihr das MG während eurem gesamten Run nie nachladen. Fand das extrem, extrem angenehm. Wie gesagt, ihr könnt hier auch Delirium oder Hochkant oder irgendwas anderes spielen, aber ich habe halt mit diesen zwei Perks bzw. mit dem Selbstladehalter einfach mega gute Erfahrungen gemacht. Beim Boss dann Mountaintop, sekundär habe ich Recluse immer gespielt und Heavy Anarchy. Warum, sage ich euch dann später, sobald ich zu der Bossphase, zu den Tipps und Tricks des Bosses komme. Kommen wir zur Ausrüstung bzw. beginnen wir zunächst mit der Fähigkeit. Ich habe hier den leeren Läufer gespielt, aus dem Grund verschlingen und die Leere füttern. Was hat es damit auf sich? Verbrauche deine Granaten Energie, um deine Gesundheit zu regenerieren, gewährt den Verschlingen-Effekt. Heißt, ihr hält die Granatfähigkeit bzw. Granatwerftaste gedrückt und ihr verschlingt eure Granate und regeneriert Gesundheit. Ist in Notsituationen immer sehr angenehm, aber der Hauptgrund ist der Verschlingen-Effekt, den ihr beim Konsumieren der Granate aktiviert. Kills mit dieser Nahkampffähigkeit regenerieren deine Gesundheit vollständig. Für kurze Zeit danach regenerieren Kills weitere Gesundheit. Das heißt, ihr triggert Verschlingen mit dem Konsumieren eurer Granate. Verschlingen dauert dann 10 Sekunden. Und jedes einzelne Mal, wenn ihr einen Kill macht, bekommt ihr Gesundheit regeneriert und Verschlingen wird resettiert. Das heißt, Verschlingen startet wieder bei 10 Sekunden. Im Dungeon wimmelt es nur von Ads und solange ihr Ads cleart, wird eure Gesundheit andauernd regeneriert. Und das ist, fand ich einfach sehr, sehr angenehm. Noch viel angenehmer als das Rift, noch viel angenehmer als der Brunnen. Klar, Brunnen ist OP, aber Brunnen habt ihr nicht immer parat, denn eure Super muss voll sein. Deswegen fand ich mega angenehm. Ausrüstung. Bei der Ausrüstung seid ihr relativ frei. Hier sind eigentlich nur die Mods wichtig, die ihr mit habt. Exo-Helm habe ich Düsen hier mit, aus dem einfachen Grund. Leere Schadenkills erhöhen die Nachladerate von Fähigkeiten Energie. Das heißt, eure Fähigkeit wird durch leere Kills, wir spielen ja leere, regeneriert. Fand ich sehr angenehm. Und die wichtigen Mods. Einmal, es gibt zwei Char-Mods, die einfach sehr wichtig sind, denn ihr habt in Dungeon nur Char-Gegner.
Und zwar sind die einmal Char-Ausstattung. Das Besiegen eines Char-Feindes mit einer Granate bringt schwere Muni. Das heißt, Granate auf Feind, schwere Muni droppt, so gut wie immer. Ich glaube, das ist sogar 100%. Mega gut. Und der zweite Mod, ich habe ihn leider nicht, er ist aber auch mega stark, ist die Char-Barriere. Erlittener Schaden durch die Char gewährt eine 20%ige Schadensreduktion für 10 Sekunden. Das heißt, wenn ihr Schaden bekommt von den Gegnern, seid ihr für 10 Sekunden resistenter gegen den Schaden der Gegner. Ist mega stark im Dungeon. Ich habe ihn leider nicht, den Perk, und man bekommt den Perk in der Menagerie. Solltet ihr also diese beiden Perks farmen wollen, Menagerie rein. Wichtig hier im Hinterkopf zu behalten, damit ihr diese Perks, diese Sharp Perks von der vorigen Season einsetzen könnt, braucht ihr auch ein Rüstungsteil, Rüstung 2.0 der vorigen Season. Das heißt, ihr müsst sowieso ein bisschen Menagerie, ein, zwei Teile farmen. Ich habe hier die Schuhe sowie den Brustschutz mit dabei aus der vorigen Season. Wenn ihr beide Mods habt, braucht ihr zwei, sonst nur eins. Aber wie gesagt, bisschen Menagerie farmen und wenn ihr Glück habt, bekommt ihr beide Mods. Wäre mega stark. Kommen wir dann zum von mir aus wichtigsten oder den zwei wichtigsten Perk. Einmal Durchbruchlinse. Durchbruchlinse ist ein Mod, welchen ihr vom Artefakt bekommt. Das heißt, ihr müsst das Artefakt richtig leveln, dass ihr die Durchbruchlinse freischaltet. Und anschließend packt ihr die Durchbruchlinse auf eurer Brust. Was macht dieser Mod? Nicht der Perk. Gewährt Granatenenergie bei Todesstößen mit schildbrechenden Waffen oder wenn ein Mitglied eines Einsatztrupps eine Fähigkeit einer Barriere-Champion stoppt. Interessiert keinen. Uns interessiert der erste Satz. Gewährt Granatenenergie bei Todesstößen mit schildbrechenden Waffen. Was ist eine schildbrechende Waffe? Einsiedlerspinne mit Antibarrieregeschosse. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr mit der Einsiedlerspinne einen Gegner killt, bekommt ihr Granatenfähigkeit, wird eure Granatenfähigkeit aufgeladen. Das heißt, eure Granate, die ja sehr, sehr wichtig ist, um Gesundheit zu regenerieren und den Verschlingeneffekt aufrechtzuerhalten, ist immer wieder parat. Das heißt, solange ihr Gegner killt, lädt eure Granate einfach mega, mega schnell nach. Fand ich mega angenehm. Ihr habt gesehen, ich habe den Mod dann sogar zweimal eingesetzt. Ich weiß ehrlich nicht gesagt, ob es ein Bug ist, dass man es zweimal einsetzen kann oder dass es manchmal rumspinnt mit dem zweimal einsetzen. Denn wenn ihr den einmal einsetzt, kann es sein, dass ihr nicht ein zweites Mal einsetzen könnt. Wie habe ich das gemacht, dass ich ihn trotzdem zweimal auf den Brustschutz bekam? Brustschutz ausrüsten, einsetzen, irgendeinen anderen Brustschutz ausrüsten, anschließend draufgehen und den zweiten einsetzen. Wie gesagt, kein Plan, ob das so gewollt ist, ob das nicht gewollt ist. Irgendein Fehler ist da mit dabei, aber es funktioniert und es ist einfach mega stark. Deswegen schaut, dass ihr hier diesen Mod zweimal drauf habt. Mega stark und ihr habt wirklich andauernd eure Granate voll. Nächster wichtiger Perk vom Artefakt. Beklemmende Dunkelheit. Durch leere Granaten verursachter Schaden fügt Feinden einen Schwächungseffekt zu. Dieser Schwächungseffekt bewirkt Ähnliches wie zum Beispiel die Traktorkanone, das heißt, euer Gegner wird geschwächt und ihr verursacht mehr Schaden. Ist sehr, sehr wichtig beim Endboss, denn beim Endboss wirft ihr eine Granate auf den Boss, anschließend Energy plus Nova und solange die Granate drauf ist, macht ihr mehr Schaden. Deswegen auch hier sehr wichtig, Artefakt richtig leveln, damit ihr diese beklammernde Dunkelheit, dass ihr diesen Mod bekommt. Restlichen Mods habt ihr eigentlich relativ viel Spielraum. Ich habe hier noch, den geringen Widerstand draufgepackt, das heißt erhöhte Schadensresistenz gegen reguläre Feinde. Dann noch einmal den großen Widerstand, erhöhte Schadensresistenz gegen mächtige Feinde. Fand ich mega angenehm. Ansonsten schaut einfach, dass ihr auf Belastbarkeit levelt, denn es sind so viele Adds, so viele Feinde da. Ihr müsst einfach Belastbarkeit hoch haben, damit ihr einfach mehr aushält. Denn ihr seid solo da drinnen, ihr bekommt ziemlich viel Schaden, das geht ziemlich schnell, dass ihr tot seid. Deswegen Belastbarkeit und Erholung. Erholung war bei mir zwar nicht so hoch, könnte man ein bisschen weiter nach oben triggern, aber ich sage, Belastbarkeit finde ich am angenehmsten.
Ansonsten macht rein, was ihr gerne spielt. Ich habe hier noch den Granatenwerfer-Munitionsfinder drinnen, damit ich ein bisschen Muni für meine Granatenwerfer beim Endboss finde. Und ja, sonst habe ich hier noch ein paar Kleinigkeiten reingepackt, welche angenehm sind. Aber wie ich sage, sehr wichtig, dieser Perk, Durchbruchlinse vom Artefakt, sowie die Schwächungsgranate, die beklemmende Dunkelheit. Beachtet ihr das, solltet ihr mit der Ausrüstung, mit waffentechnisch eigentlich für den Dungeon gut gerüstet sein. Hier, wer die Mount Doppelklos und so weiter nicht hat, es gibt Alternativen. Wie gesagt, ich habe es mit dieser Ausrüstung gemacht. Man kann hier auch eine Handfeuerwaffe spielen, man kann hier auch ein anderes eine andere Maschinenpistole spielen, man muss nicht Energy spielen, man kann einfach einen normalen Granatenwerfer spielen, mit Granatenwerferschaden machen, man hat hier alle möglichen Freiräume. Wie gesagt, ich will hier nur nicht zu viel ins Detail gehen, ich zeige euch, wie ich es gemacht habe und solltet ihr die Waffen haben, wird es euch gelingen, es gibt aber auch Alternativen. Auch hier diese Mods, es ist nicht sicher, beziehungsweise fast sicher wird es diese mit dem Artefakt der nächsten Season nicht geben. Aber in der nächsten Season wird es wieder andere Mods geben. Das heißt, es wird weiterhin funktionieren, den Dungeon Solo makellos abzuschließen. Kommen wir noch zu den Tipps und Tricks für den Dungeon Run selber. Erster und wichtigster Tipp, lasst euch Zeit und sterbt nicht. Ich weiß, klingt logisch, aber im Ernst, lasst euch Zeit, ihr habt keinen Stress, ihr könnt da 2 Stunden, ihr könnt da 3 Stunden, ihr könnt da so lang ihr wollt drinnen bleiben, ihr dürft nur nicht sterben. Deswegen macht euch mit eurem Bild, mit dem Verschlingen und so weiter vertraut, wann ihr das einsetzt, macht euch mit den Phasen vertraut und lasst euch anschließend Zeit beim Abschließen. Zu den einzelnen Phasen, ich erkläre euch jetzt nicht, wie die Phasen gehen, also ihr solltet den Dungeon so ein paar Mal mit Teamkameraden gelaufen sein, damit ihr die Mechaniken kennt, denn sonst wird es leider schwierig. Ihr müsst also die Mechaniken gut kennen. Phase Nummer 1, relativ selbsterklärend, einfach Zeit lassen, nichts riskieren, dann sollte dort alles okay sein. Kleiner Tipp auf PC, ich glaube das Problem gibt es nur auf PC, wenn ihr nach Abschluss der ersten Phase in die zweite, in die Ogre-Phase durchläuft, kann es sein, dass wenn sich die zweite Phase, das zweite Gebiet lädt, ihr sterbt. Anscheinend macht es nichts für den makellos Solo-Run, das heißt, wenn ihr sterbt, euch wieder belebt, zählt das nicht als tot. Ich habe es trotzdem nicht riskiert. Ich habe, bevor ich in das nächste Gebiet gelaufen bin, meine Grafik auf Full HD runtergeschraubt und die Frames auf 30 Sekunden, habe das nächste Gebiet betreten und dann die Einstellung wieder zurückgestellt. Wenn ihr das macht, sterbt ihr nicht, wenn ihr das zweite Gebiet betritt. Kleiner Tipp am Rande. Bei der Ogre-Phase seid ihr eigentlich auch relativ frei. Hier ein kleiner Tipp. Ich habe meistens, beziehungsweise ich habe es immer versucht, zuerst die Kugel im Gebiet Nummer 3 zu holen, anschließend Tor 2 zu öffnen, dann ab ins Gebiet Nummer 2 Kugel aufheben und Tor Nummer 3 öffnen, anschließend Kugel Gebiet Nummer 1 und das Tor Nummer 1 geöffnet. Sehr wichtig, wie gesagt, ihr könnt es machen, wie ihr wollt, aber sehr wichtig, Tor 1 zuletzt. Warum Tor 1 zuletzt? Der Weg zwischen dem sicheren Gebiet Nummer 1 und Tor 1 ist relativ lang. Ihr seht, bei Tor 2 und Tor 3 seid ihr relativ schnell im Gebiet 1 und 2. Einfach raus um die Ecke und ihr seid safe. Beim Gate 1, beim Tor 1, gibt es hier hinten ein kleines Versteck, da könnt ihr reingehen, aber hier drinnen kann es richtig ätzend werden, denn der Ogre kann sich hier vor dem Ausgang einfach stundenlang aufhalten und ihr riskiert hier sehr viel. Deswegen Tipp von meiner Seite, zuerst Tor 2 und Tor 3. Nächste Phase, Totemphase. Hier gibt es 2 Tipps, die sehr wichtig sind. Wenn ihr diese einhaltet, dann sollte euch eigentlich nichts passieren. Einmal, haltet den Verschlingen-Burg immer aktiv, denn es kommen sehr viele Ads auf euch zu, solange ihr deswegen Ads cleared und Verschlingen aktiv habt, fehlt euch nichts. Zum Not MG verwenden, Ads nachclearen, habt ihr kein Problem. Zweite Sache, bleibt im Movement, bewegt euch immer. Solange ihr euch bewegt, treffen euch die Feinde weniger und ihr sterbt nicht. Anschließend macht euch ein bisschen vertraut, wo die Ads kommen. Oben die 2 Ritter, auch sehr wichtig, dass die weg sind. Und sonst einfach Kugel für Kugel abholen und immer reinstecken. Wie gesagt, Verschlingen aktiv halten und immer in Bewegung bleiben.
Nächste Phase, am besten safe spielen, nicht runterfallen und nehmt eine Solarwaffe mit welchen ihr das Schild der Hexen runter machen könnt. Ansonsten weiter und ihr seid eh schon beim Boss. Taktik beim Endboss, hier das Schwert holen, dann zuerst den Kreischer tot machen. Warum zuerst den Kreischer? Der Kreischer muss zuerst weg, weil er über die halbe Map teilweise schießen kann und sehr ärgerlich, sehr störend sein kann. Deswegen bin ich immer zuerst zum Kreischer. Kreischer besiegt. Beim Kreischer müssen die Ads nicht unbedingt weg, das heißt einfach reinlaufen und den Kreischer besiegen. Ihr könnt die Ads zuerst machen, müsst ihr aber nicht. Anschließend mit demselben Schwert, es geht sich aus mit demselben Schwert, ging sich bei mir jedes Mal aus. Anschließend mit demselben Schwert direkt zum Ritter rüber. Und beim Ritter, sehr wichtig, clear zuerst alle Ads. Ich habe dazu das Schwert liegen lassen, Ads geklärt und danach das Schwert wieder aufgehoben. Warum Ads klären? Die Ads können sehr ätzend werden. Denn wenn ihr den Ritter killt und hinter euch steht ein Ad und der schießt auf euch, der kann euch wirklich zu Verhängnis werden. Deswegen Ad klären und danach den Ritter. Anschließend ab in die Mitte, nächstes Schwert holen, Hexe down machen. Bei der Hexe könnt ihr die Ads klären, müsst ihr nicht, denn wenn ihr auf die Hexe schießt mit dem Schwert, gehen meistens ein, zwei Schüsse auf die Ads, deswegen werden die Ads zugleich mit Schaden gegen die Hexe mitgeklärt. Aber wenn ihr es 100% safe spielen wollt, klärt zuerst die Ads und anschließend die Hexe. Habt ihr das erledigt, sind alle drei Kugeln freigeschalten. Alle Kugeln in die Mitte reinpacken. Hier beim Reinpacken aufpassen, dass ihr nicht dem Boss zu nahe kommt, denn stunt der Boss in den Boden, das heißt schlägt er in den Boden, haut es euch zurück und schneller als ihr denkt, fällt ihr von der Map runter. Ist dann nicht so geil, wenn ihr beim Makellos Run beim Endboss seid. Wichtig ist dann auch noch, bevor ihr die dritte Kugel reinpackt, clear zuerst alle Ads, denn auch die Ads könnten sehr störend sein. Ist das erledigt, packt die dritte Kugel rein und dann Schadensphase. Schadensphase habe ich wie folgt gemacht. Sofort Granate drauf, zwei Energy-Schüsse, Nova drauf und anschließend noch Energy-Schüsse abwechselnd mit Mountaintop. Wie gesagt, hier sehr wichtig als erstes die Granate, denn die Granate schwächt den Endboss. Während der Schadensphase sehr wichtig, es spawnen noch 6 explodierende Gegner. Ihr müsst darauf achten, die müssen ziemlich schnell weg, denn explodieren die in eurer Nähe, ist es wieder mal schneller vorbei, als es euch recht ist. Mehr müsst ihr eigentlich während der Schadensphase nicht beachten und macht ihr das mit meinem Setup, mit Energy und so weiter, sollte der Boss eigentlich im Normalfall in 3 Schadensphasen liegen. Bei mir waren es dann schlussendlich 4 Phasen. Macht nichts, ihr habt Zeit, wie viel ihr wollt beim Endboss. Wie gesagt, nichts riskieren, besser eine Schadensphase mehr machen und nicht sterben. Wie vorhin erwähnt, ihr könnt auch einen anderen Granatenwerfer spielen, ihr könnt auch eine andere Waffenkombi spielen. Für mich, durch den, dass ich die ganzen Waffen habe, war das für mich die einfachste Lösung, geht aber anders auf alle Fälle auch. Da würde ich sagen, das war's soweit. Danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wieder mal ein anderes Video von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie immer, danke fürs Reinschauen. Abo, Like und Daumen nach oben bitte nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Euer.